Willkommen zu Part 8 von Need for Speed Most Wanted You. Wir sind beim nächsten Rennen vom Bugatti Veyron Vitesse. Das ist schon das letzte Rennen, ist es schon? Ja. Hier eine große Überraschung. Wo denn hier? Hier, das und das habe ich freigeschalten, weil ich so gut bin. Die 21 Kilometer da gefahren auf der Autobahn, also, und jetzt kommt die schwere Tempojagd live for Speed. Das habe ich schon wieder, habe ich wieder 2 Versuche gebraucht für dieses Around the World. Ja. Das ist einfach, war assi. Aber es ist in Ordnung. Wir haben es gepackt in der Aufnahmepause und jetzt geht's weiter mit dem letzten Rennen und einem Intro. Schönes. Definitiv schön. Gut, es ist eine Tempojagd zu 125 km/h ist das Ziel und das und du hast 10 Kilometer Zeit. Das versuche ich jetzt zu erreichen. Los geht's. Alter, du warst gerade auf. Warst du nicht gerade schon? Hattest du nicht gerade den Durchschnitt? War ich grad schon? 250. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, 10 Kilometer kommt auf die Strecke drauf an. 10 Kilometer reicht eigentlich aus, aber. 10 Kilometer können lang und kurz sein. Ja, eben. Lang und kurz. Jetzt hast du schon Bronze. Muss ich abbiegen? Konnte ich jetzt gerade so schnell nicht drauf achten, wie der Crash-Bildschirm kam. Ja, ja, du musst abbiegen. Komm, nee, Leute. Nee, das kann man vergessen. Nee. Willst du gleich nochmal anfangen, ja, oder? Ja, klar. Die setzen mich da vor eine Wand, also bitte. Vielen Dank. Das brauche ich nicht. Für die Blumen. Oh, ich sehe gerade, wir haben schon wieder den nächsten Most Wanted-Gegner ein, wenn wir das ja geschafft haben. Oder du? Och nö, ach nee, also man. Haben wir da nicht jetzt sogar schon 2, die man machen? Oh mein Gott. Mittlerweile wird es ein bisschen scheiße, nicht? Ich finde das mittlerweile. Ach so, ja. Naja, mittlerweile ist dann schon ein bisschen. Wir versuchen es immer so zu machen, Wagen vollkommen auftunen und dann Most Wanted-Gegner. Damit es das immer ein nicht bisschen mit, ordentlich ist. Wir versuchen halt nicht mit einem Wagen 20 Most Wanted-Gegner, so gibt's gar nicht, zu machen. Nee, wir versuchen schon immer abwechslungsreich zu bleiben. Ja, wäre gut, wenn das so ist. Gut, mit dem Bugatti könnte es schwierig werden, mit dem werde ich wahrscheinlich den einen oder anderen doch dann machen. Ja, gut möglich, ne, wenn du. Ich habe auch eindeutig gedrückt hier, aber gut, wer da in der Luft ist, kann er natürlich schlecht lenken, ja. Ey, komm! War das nicht gerade eben auch schon so? Was? So. Vor der Wand? Ja. Na, so ungefähr. Okay, abbiegen. Ja, gut, das sieht man. Ich achte ein bisschen auf die Karte und sag dir Bescheid. Ja. Du bist das leicht unterm Durchschnitt. Wenn Pfeile da sind, dann sehe ich es auch. Passt schon. Muss ich auf der Autobahn? Ja, gell? Also geradeaus durch. Ich glaube, geradeaus durch, ja. Na, dann komme ich auf der Autobahn. Ach so. Das ist hier sowas. Ich fahre extra ja, ein bisschen du kommst langsamer auf die Autobahn. Das ist natürlich gut. Ja, das glaube ich dir. Da kannst du noch mal ein bisschen was rausholen. Wie gesagt, es kommt auf die Strecke drauf an und auf der Autobahn ist natürlich praktisch. Und spätestens seit dem letzten Part kennen wir die Autobahn in- und auswendig. Ja, wenn ihr euch den letzten Part noch nicht angeguckt habt. Das sogar zweimal wir kennen wir sie in- und auswendig, aber. Ja. Ich kenne sie mittlerweile schon 4-mal in- und auswendig. Ja. Also ihr kennt sie bis auf die letzten 80 Meter in- und auswendig. Da haben wir, glaube ich. Nee, du beim zweiten Mal bist du ja durchgefahren. Ja. Okay. Was die Pfeile da bringen, wird sich irgendwie nicht. Na, dass du da nicht lang fährst. Naja, aus Versehen. Komm. Kann ja passieren manchmal. Man kann ja durch die Pfeile trotzdem durchfahren. Und wir hatten vorhin mal ein interessantes Thema aufgeschnappt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was es war. Während der Aufnahmepause und wo du die letzten Rennen gemacht hast. Und. Ja, was denn für ja, ich weiß, komm, ich weiß es auch gerade nicht mehr. Ist Crashbild schon da weg, Mensch. Du bist noch bei. Ist vielleicht neue Let's Plays oder so. Nee, das hat man ja schon im Projekt, im Parts drin. Ach so, neben? Ja, da in der Aufnahmepause, während du das Rennen gemacht hast. Ja, ich habe gerade nicht zugehört. Ja, habe ich gemerkt. Das war irgendwas Cooles, du musst abfahren, ja. GTA 5. Oh, wir werden das nicht Let's Playen. Nee, werden wir nicht. Aber stellt euch mal vor, wenn es das für die Wii U gäbe. Ich meine. Ah, och nö. Hey, da kann man durchfahren. Hey, wie geht denn das? Kann man echt durch die grünen Pfeile durchfahren? Ja, da komm. Habe ich das nicht gerade schon gesagt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ging das früher nicht. Soweit ich mich erinnern konnte. Nee, ich weiß, das ging nicht. Man kann da durchfahren. Das ist mehr oder weniger sogar gut eigentlich. Dass man da nicht dran ist. Ja, doch, also früher musste man, also wenn man da dran gefahren ist, dann, oder man konnte auf jeden Fall nicht durchfahren. Das war ziemlich blöd, weil meistens waren auch solche Barrieren da, solche grünen, oder vielleicht waren es auch rote, wenn man in irgendein Gebiet noch nicht freigeschaltet hatte. Und da konnte man natürlich logischerweise nicht durchfahren, ist ja auch klar. Schiete. U214. Von 225.
Das ist schlecht. Wir müssen das wohl nochmal machen. Ja, das müssen wir auf alle Fälle. Und guck mal, es sind nur noch 99.000 Speedpoints bis zum nächsten Most Wanted Gegner. Und wir haben auch schon bald die Hälfte aller Speedpoints. Wir haben jetzt schon wieder den nächsten. Ja, ja, den McLaren MP4-12C haben wir gerade überholt. Oh, nicht so eine Gülle. Tja. Sowas fährt doch keiner. Na dann, mach's doch direkt nochmal. Ja, du kannst gerade nichts machen, ne? Ach, doch. Ach ja. Ja, neues Most Wanted Rennen verfügbar. Warte, ich hake das mal schnell ab. Nee. Reifen? Ach so, ja. Käse, die Reifenreparatur, die schalten wir immer frei, wenn man alle Rennen gefahren ist. Ach so. Mhm. Und das mache ich jetzt hier kurz. Na gut, dann also nochmal, mal sehen, ob es besser läuft. Am Anfang ging es ja gut. So, ich überlege, was wir für ein Thema aufgegriffen haben. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Es hat auf jeden Fall was mit Autos zu tun. Und Rennen, und zwar nicht GTA 5. Es gab noch was anderes. GTA San Andreas. Nee. Ist ja auch egal, wir sind jetzt hier im Hier und Jetzt. Ups, und nicht gerade eben. Sorry, Leute. Ich habe wahrscheinlich Plus- und Minusknopf gleichzeitig gedrückt, gerade eben. Geht das? Ja, logisch. Geht's aber. Nee, was ist da jetzt so? Na, da war halt das hier. Achso. Für euch nicht sichtbar. Ah. Zumindest KMH und so, dieses ganze Klimp. Klimp. Den Zuschauermodus. Ja? Ja. Ich glaube, hier kann man mehr zuschauen, oder? Ja, ich fahr mal. Achso, nee, hä? Was denn? Nee, ich habe gedacht, ich musste abbiegen. Ja, musst du abbiegen. Ich wollte gerade sagen, ich fahr abbiegen. Mal woanders lang. Ah, nee, bin ich doch richtig gefahren. Ja. Jetzt muss ich wieder. Und du bist gerade wieder knapp über dem Durchschnitt. Bruch. Jetzt bin ich knapp unter dem ja. Durchschnitt. Oh, wie sinkt dann auf einmal, gell? Ja, also richtig heftig sinkt das dann. Brumm. Aber du bist schon wieder. Ich bin gerade voll auf Brumm. Ja, glaube ich. Ah, die Kurve, ich muss mich selber loben. Richtig gut genommen. Aha. Und du bist an der 219. Ach nee, Dreck. Und musst mal schauen, dass du noch ein Stück hochkommst. Wo musste man denn abfahren? Ich überlege gerade. Ja, gleich demnächst. Würde ich zumindest sagen. Ich muss schon wieder überlegen, wo ich abfahren muss. Ich weiß gerade die Strecke schon gar nicht mehr. Doch, alles kommt gleich, wo du abfahren musst. Sollte nicht mehr lange dauern. Es ist ja auch nicht mehr so weit. Hier bin ich abgefahren. Falsch. Echt? Natürlich. Naja. Ah, das war schlecht. Glaube ich zumindest. Und dann genau, ja, das war genau so. Hier kommt das gleich, gell? Und du bist bei 240 im Durchschnitt. Das ist in Ordnung. Ach, hier bin ich. Hier muss ich, gell? Ja. Bremse jetzt mal sogar. Ach, toll, das hat ja, vorhin bist du ja drüber geflogen, ne? Ja. Okay. Ach, hier war das. Und hier bist du auch dagegen gefahren. Hier fahren wir jetzt durch, das ist sehr gut. Ich bin noch bei 234 sogar. Ich habe jetzt gedacht 200. Ja gut, bei 224 wäre es nicht. Ja, wäre es nicht mehr Gold. Hm. Noch 1,6 Kilometer, also theoretisch sollst du es schaffen. Solltest du es schaffen. Ach hier, das war hier. Das hier ist man am Anfang. Ja, stimmt. Nein, Tracy. Nee, also hast du trotzdem. Ich habe jetzt gedacht, ich verliere so 20 km/h oder so. Nö, da sind sie magnetisch heute. Na dann, haben wir es doch noch gepackt. Ah, sag mal nichts. Na, und ja, was soll noch passieren? Und die Überraschung kommt jetzt. Ja. Vielleicht hätte sich schon jemand denken können. Aber das können sich nur die Leute denken, die das Wii U Pack hier haben. Das Wii U Need for Speed. Nein, danke. Weil dieses Extra gibt's nur hier. So wie manche anderen Autos auch. Es gibt, glaube ich, wie viel? 8 steht auf der Verpackung, die liegt da vorne, scheiße. Ich glaube 8 neue Wagen. Ja. Aber dafür gibt es bei anderen, für die PS3 oder so, gibt es da natürlich auch wieder was. Da gibt es dafür halt andere, das ist alles ein bisschen dumm. Naja. So, machen wir hier das Gelump weg. Ups. Und es ist keiner von denen hier, was haben wir jetzt eigentlich? Lexus und den McLaren. Es ist der Hennessy Venom GT Spider. Das ist, also der Bugatti ist so das mit das einzigste Fahrzeug, mit dem man den hier eigentlich schaffen kann. Und das ist einigermaßen drauf. 6,1 Kilometer, also bisher habe ich das. Mhm. Machst du mal gleich so. Da sehen wir jetzt wieder ein richtig geiles Intro. Ja, da gibt's auch so ein altes. Und das ist praktisch Platz Nummer 11, ne? Naja, es ist eigentlich Platz Nummer 0. Ach so. Also der ist... Naja. Kennen wir sowas Ähnliches nicht schon? Naja, die sehen alle ein bisschen so
Ja, nee, obwohl. Naja. Ist jetzt, tut nichts zur Sache. Ist jetzt egal. Auf jeden Fall sehen wir ihn hier. Wieder ein richtig starkes Intro. Sieht echt gut aus. Na, okay. Ach, da ist mal das Licht an. Knips. Na gut. Sau geil. Los geht's. So, was haben wir Info denn 6. so? Katsching. Oh, Ich ich habe wusste gerade meinen gerade gar Daumen ins nicht. Gesicht gehalten. Ich wusste gerade gar nicht, was sagen soll. Ich fahre 160,9 Kilometer mit Bugatti Veyron getestet. Der Was, nächste hundertsechzig? Meilenstein. Ja, 160,9. Oh, so weit bin ich jetzt mit dem schon gefahren. Ja, Ja, schon, weil ich. beim Privaten bin ich schon mit dem über 2000 Kilometer gefahren. Da sind doch die auch gewisse Abnutzspuren dabei, hä? Von dem Auto. Hubala, wolltest du doch abfahren? Wäre schlecht gewesen. Man fährt schon mal früh genug ab. Also ja. Ein bisschen dauert es. So, da vorne ist irgendwo der schwarze Turm. Waren, glaube an die 12 Kilometer, die man hier Zeit hatte. Irgendwie, ich sag das jetzt immer so, das ist irgendwie lustig. An die 12 Kilometer hatten wir Zeit. Hattest du Zeit? Na, noch haben wir ein bisschen. Und das hat schon hier rum. Jetzt geht's weiter, ja, den hast du ordentlich ausgeschalten. Jetzt wurde er von der Polizei aufgehalten, das ein ist bisschen. Ja, lustig. Alter, wie kommt denn der angefahren? Guck doch mal. Ja, ich hab mal. Fuck. Und da ist er gerade gewesen, da hat er die Kurve richtig gut genommen. Ja, der nimmt die Kurve. Och, das ist ja. Da ist er gleich. Ja, die KI ist ja auch so schlau. Als ich mir das Spiel gekauft habe für 20 Euro, ich habe schon wieder einen Daumen ins Gesicht gehalten. Ja. Solltest du unterlassen demnächst, ja. Sonst wird das hier gar nichts mehr. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich bin irgendwie schon ein bisschen schlechtes Gedächtnis. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. So wird das jetzt hier Nacht. Ups, jetzt ist es Nacht. Wieso, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Das Spiel kostet im Nintendo eShop kostet 60. Und auch sonst bei so. Bei Saturn kostet 60, bei MediaMarkt, da kostet das überall so viel. Ja. Ich habe es mir bei eBay gekauft. Für 20. Schon weil. Stark, wa? Weil kein USK-Ding. Alter. Drauf war. Alter, ich habe gedacht, der crasht mich jetzt mal. Dafür die Polizei oder was? Du hättest eigentlich mal weiterfahren sollen, weil der ist gerade übel gecrashed gewesen an der Brücke. Ja, ja, für den. Nicht für mich. Und das war nur, weil da kein Altersbeschränkungszeug drauf war. Es stand einfach nicht vorne drauf. Ja. Auf der CD an sich schon, aber vorne nicht. Und deswegen. War das so billig, weil. Ja. Ja. Und als ich mir das zum ersten Mal gespielt habe, da bin ich da nur rumgefahren. Ich wusste nicht, wie das geht. Überhaupt nicht. Ja, das Easy Drive wird am Anfang ja nur so ein bisschen ich erklärt. Ich hab mir immer gedacht, oh, Easy Drive so eine Scheiße. Das ist doch so ein. Das ist schlecht. Ich hab kommt immer, auch gleich in ihr Crash. Easy Drive so eine Scheiße. Wer braucht sowas? Und dann immer hat es auch, ja, Easy Drive, jetzt mach mal weg hier. Naja, und. Heute ist es eigentlich das Geilste, was sie so dazu gebracht haben. Ja, schon, das ist richtig praktisch, muss ich sagen. Früher, wenn du dir zum Beispiel Auto wechseln wolltest, musstest du in der Garage fahren und da ein Auto wechseln. Konntest du dir da aussuchen. Das kannst du jetzt hier eben bequem Na, mit hier Easy kannst Drive du mit machen. Easy Drive oder du kannst natürlich. Ah, shit. Du kannst natürlich auch auf der Karte, wenn du ein Auto siehst, kannst ja, hinfahren direkt. Ja, ich meine, gut, Karte gab es da auch, aber die Autos standen nicht irgendwo rum. Die musstest oh, du dir ist eben denn dahin? Beim Autohändler kaufen. Entschuldigung. Ah, wo ist denn der? Ja, das packst du nicht mehr. Und zumindest mit dem scheiß Reifen hier. Ja. Ja, der ist schon im Ziel. Obwohl, jetzt ist er im Ziel. Ja. Kannst du gleich nochmal machen. Ja. Und ich rede mal kurz noch ein bisschen weiter. Ja, das packe ich noch in den Part, sag ich. Ja, Dicke. Wie gesagt, man musste immer erst zum Autohändler fahren, um sich ein neues Auto zu kaufen. Und eben in die Garage, um das Auto sich dann auch, zu holen. Ich glaube, in der eigenen Home-Garage konnte man auch tunen, aber ansonsten, wenn du gerade weit weg warst, konntest du auch in irgendeinen Tune-Shop gehen, keine Ahnung. Das ist jetzt so ein bisschen wie bei GTA auch. Und ja, ich meine, das System, das fand ich gar nicht so schlecht eigentlich, aber das hier ist eben praktischer. Bei GTA 5, also jetzt nur mal auf GTA 5, weil du gerade angesprochen hast, da ist es geil. Da könnt ihr mal kurz schreiben, weil ich weiß nicht, ob man im Offline-Modus, weil im Online-Modus kann man sich ein Auto klauen
Und dann kann man das da in so eine Tuning-Werkstatt bringen und das verkaufen. Da kannst du unendlich Cash machen. Na eben nicht, das ist halt immer dann so eine Sperre, was weiß ich, weiß nicht wie viele Stunden oder so man dann kein Auto mehr dahin verkaufen darf. Und deshalb könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das im Offline-Modus auch geht, ob man da auch die Autos da verkaufen kann. Und ob man das dann unendlich auch kann oder ob da auch so eine Zeitbegrenzung dann dazwischen ist. Das würde mich mal interessieren. Naja. Wer sich damit auskennt oder welches Spiel besitzt oder so. Das Geilste bei dem alten Need for Speeds Most Wanted fand ich immer war der Golfplatz. Da konnte man echt über den Golfplatz fahren und dann die ganzen Golfmobile kaputt machen und was weiß ich. Das war übelst lustig immer. Da musstest du aber auch ganz viel weiter auf der Autobahn fahren. Von deinem Home Garage aus. Ja. Aber ich habe das so lange gespielt, ich konnte da eigentlich die ganze Welt auswendig. Jetzt mittlerweile habe ich es bestimmt schon seit 5, 6 Jahren nicht mehr angefasst. Keine Ahnung. Aber früher fand ich das richtig gut. Würde ich heute sicherlich auch noch finden. Naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei dem Spiel. Und mittlerweile sieht es schon wieder schlecht aus, aber 5 Kilometer ist noch Zeit. Und er ist ja noch nicht am obersten Rand der Karte. Alter. Mann, Polizei. Ah. Komm. Ah, es läuft wirklich gerade schlecht. Ja, du bist ziemlich weit hinter ihm. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht immer so viel im Dreck fahre. Das stimmt. Der war jetzt ein bisschen gut so, die Kurve. Ja, das war auf jeden Fall besser genommen als vorhin. Ah, das war wieder. Das ist wieder. Da hättest du weiter driften müssen jetzt. Du hast es ja kurz angedeutet, aber. Ja, ich hab ja angefangen mit driften. Ja. Aber ja. Der hat ja dann aufgehört. Ach so. Das ist ja dann manchmal so. Es ist. Vielleicht habe ich mal ganz kurz. Ah ja, das ist manchmal ein bisschen scheiße. So, hier war das dumme Nagelding. Also bis jetzt haben wir eigentlich Most Wanted Gegner, also wenn man das hier so nennen kann, aber auf jeden Fall haben wir bis jetzt jeden Most Wanted Gegner immer gepackt. Ach, den packe ich schon noch. Beziehungsweise du. Wenn nicht, fahre ich eben noch ein drittes Mal gegen den. Ich will den jetzt. Ja, ach, also ich meine. Ey komm, scheiß Polizei. Ja, jetzt kann ich es wieder vergessen. Ja, das wird nichts mehr, wenn alle Reifen wechseln. Es gibt ja unterwegs keine Dingens, der Bums hier. Aral. Da oben ist er. Lol. Theoretisch könnten sie den noch ein bisschen aufhalten, den Guten, aber irgendwie ist er langsamer geworden. Ne? Nee, das ist er nicht. Weiter vorne. Nee, das kannst du vergessen. Weil auch diese Scheiß, den, also der, also ich meine ja, der kann ja fliegen, der hat ja Düsen und dran, der fliegt immer schön über den Nagelbänder drüber, also. Ach so, Nicht das Problem. Es wird auch nie von ihm gesprochen. Einer fährt hier ein Rennen, ein Einzelner. Das ist natürlich immer der böse Bugatti. Ja. Fährt immer ein Einzelner. Ja, immer ein Einzelner fährt hier das Rennen. Hier. Es ist zwar mal Straßenrennen, so, aber es ist meistens einer, der immer schön auf dem letzten ist und so, und am nach dem Rennen er entkommt. Oh. Ist immer so. Die anderen sind ja nicht ganz so schlimm. Die anderen, Standortsituation, die anderen sind ja weniger Rennen gefahren. Also die anderen haben am Rennen weniger teilgenommen als ich. Ist ja immer so. Gut, das muss jetzt gerade läuft es gut. Der ist sogar, wird gerade vom unteren Kartenrand geschoben sogar. Das ist immer ein Zeichen, dass er weit weg ist. Ah, jetzt nicht mehr, aber... Du schlägst dich gut. Ja. Ja, du... Ja. Egal, du bist nach vorne und er holt aber auf. Trotzdem... Habe ich jetzt mal die Kurve gekriegt. Ja, er der auch. Der fährt immer so, der vernimmt die Kurve natürlich immer gleich, ist ja die schlaue KI. Eben. Wieso soll das auch anders machen, ne, wenn es so klappt? Mensch, wird gerne den schlauen Mensch mal kennenlernen, der das gefahren hat. Mit dem Kram-Ding. Naja. Das ist Kenner gefahren. Ja, das haben sie schon so einprogrammiert, ne? Ansonsten. Würde es ja gar nicht gehen. Ja, ich glaube, wenn so ein Programmierer das fahren würde. Erstens das dann und zweitens. Wer fährt bitte
12 Rennen. 12 Autos. Klärf. Zum Beispiel bei einem Rennen gerade. Ja, aber ich meine ja nur so rein von der Logik. Ist keine Logik, ist mir egal. Aber es wäre doch mal lustig, auch gegen die mal anzutreten. Ich meine, World Side zwar keine Chance, aber nur so. Ja. Nur mal so zu gucken, ja, wie die so sind. Eigentlich will ich das gar nicht sehen. Nee, ich auch nicht. Du wirst wahrscheinlich mit, keine Ahnung, 20 bei dem 20, 21 Kilometer Rennen wird es wahrscheinlich mit 20 Kilometern hinten liegen. Aber ansonsten, hello, er fährt in falsche Richtung. Na, ich habe ihn getaggedownt. Wie ich mich selbst auch getaggedownt habe. Aber er ist gerade noch länger und ziemlich lange weiter in die andere falsche Richtung. Ja, naja, weil den habe ich gegen die Wand so ein bisschen. So, hier fahre ich jetzt schon mal ziemlich weit so. Ja, die Straßensperre, die musst du dir merken, sonst bist du gleich am Arsch. Und da gab es, ja gut, es und gibt ja dann blöd. Nicht nur die Straßensperren, sondern gibt es auch die Autos. Auswerfer, Straßen, also... Der hier ist einer. Siehst du, hast gesehen, das ist ja, ja. Hinten da. Können sie jetzt nochmal machen, theoretisch, wenn er Bock hat. So, tschüss. Tut er aber nicht. Hey, wo ist er denn? Ach, hier. Hey, wo ist er denn? Jetzt werde ich hier so ausgesetzt, ja. Also. Das sieht schon wieder ziemlich schlecht aus. Aber, na, nee, jetzt ist er hängen geblieben. Er ist hängen geblieben. Ja, an der Ecke ist er hängen geblieben. So, komm, wo ist er jetzt? Oh, er war da gerade, hat sich gerade selbst gecrashed. Ist er schlau. Ja gut, ich sag nichts. Ist genau hinter dir. Ich will da nichts zu meiner Intelligenz sagen. Achtung, ich muss sich an Straßensperre umgangen. Umgangen? Ja, das war jetzt der Verlierer. Fü. Scheiße. Ah, da ist er. Das ist doch hässlich. Wir sind bei 22 Minuten. Naja, komm. Und nochmal wird's nicht. Nee, aber ich mache es nicht offscreen. Das ist ja scheiße für euch. Es ist zwar auch scheiße für euch, dass ihr euch das 20 Mal angucken müsst, aber ich würde es nur ungern offscreen machen. Naja, wieso denn? Theoretisch kannst du dann danach einfach mal Stopp machen, wenn du es gewonnen hast, und dann in Crashen gehen. Also. Naja, gut, mach wie du es denkst, ich fahre nicht. Mir ist es egal. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Part wieder. Schaltet wieder ein. Tschüss.